Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Road to Rathaus 15, das ja nicht mehr so ganz neue Projekt. Wir wissen ja nicht genau, wie lange das Projekt noch gehen wird, denn es ist Hammer Jam. Wo ist es? Wo ist Hammer Jam? Da ist Hammer Jam, Zeit für die Hammer Party. 12 Tage, 18 Stunden geht der Spaß noch. Armeeschub geht noch 5 Tage, 20 Stunden. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, dann ist die Frage, sind wir hier auf der Zielgeraden von dem Projekt oder nicht? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Generell würde ich aber sagen, wir müssen auf jeden Fall mal so ein bisschen das Tempo auf jeden Fall erhöhen. Ich bin jetzt zwar schon Rathaus 10, werde das jetzt auch noch die nächsten 2-3 Tage auf jeden Fall noch bleiben. Hab mal Bauarbeitertränke reingedroschen, habe in einer Stunde 42, in einer Stunde 41, haben wir den Inferno-Turm, das reicht aber nicht, den müssen wir jetzt schon mal eben fertig machen, denn wir müssen den Loot loswerden. Warum ist das so? Hier. Fast voll. Zumindest relativ gut gefüllt. Wir kriegen ja wieder 1,8 Millionen und alles kostet nur die Hälfte. Das muss ich auf jeden Fall ausnutzen. Jo, gib mir die ersten. Gib mir die ersten Level 11 Mauern. Gib sie mir alle. Gib sie mir alle. Wie viel kostet mich denn eine? Das ist ja gar nicht mal so viel. Das ist ja gar nicht mal so viel. Die machen wir jetzt auf jeden Fall mal eben. Denn wir sind ja schlau und haben jetzt extra gewartet, bis Hammer Jam da ist, bis die Hammer Party losging, damit wir das mal machen können. Tut mir leid, dass ich jetzt aktuell keine Frage für euch habe, also nicht zum Abstimmen. Oder sollen wir was abstimmen? Ich überlege. Also, heute ist Dienstag, der 27.09. Soll ich noch im September auf Rathaus 11 gehen? Schreibt es in die Kommentare, ja oder nein. Macht einen Kommentar, schreibt ja oder nein und dann wissen wir das. Das Problem ist jetzt einfach hier. Ich hab das nicht. Ich hab das doch nicht, das Geld. Ich hab die Juwelen nicht. Das bedeutet, das Dunkle läuft sowieso voll. Das lässt sich jetzt gar nicht vermeiden. Wir sammeln das aber mal eben ein. Oh, ja. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Die mache ich natürlich jetzt auch alle mal eben fertig. Es wäre sonst blöd, wenn ich das jetzt nicht machen würde. Ich weiß nicht, ob wir alle auf Level 11 kriegen, bevor ich auf Rathaus 11 gehe. Das wäre natürlich geil. Also wenn die Mauern jedes Mal maxed wären, also da kommt uns natürlich jetzt Hammer Jam kommt uns super gelegen. Der Armeeschub natürlich auch. Kann man ordentlich farmen. Da wird dann bestimmt ein Sinn dahinter stecken von Supercell, dass sie sagen, ey Leute, da haben wir vielleicht ein Update vorbereitet. Was auch immer das sein mag, ne? Dass sie dann sagen, ey, wir haben da was in der Hinterhand und deswegen, Leute, hier für euch ein bisschen Hammerparty, ein bisschen Hammer Jam. Hammer Jam klingt cooler als Hammerparty. Das muss man ja wirklich mal sagen. Es klingt auf jeden Fall cooler. Und ich muss auf jeden Fall dran denken, dass wir die Base gleich wieder ändern. Dass ich die Fortschrittsbase wieder wegmache. Und jetzt suchen wir erstmal einen Gegner raus. Wir haben wieder Go Hawk. Da ist der Golem. Ding, ding. Der Level 2 Golem aus meiner Clanburg. Ich suche natürlich jetzt ordentlich Loot. Ich bin gespannt, ob wir da was finden. Ansonsten, Leute, machen wir kurz einen Cut. Ich habe den Clan wieder aufgefüllt. Der Clan ist weiterhin auf Einladung. Allerdings jetzt ab Rathaus 11. Ich glaube, ich werde es gleich runter. Wir setzen es runter auf Rathaus 10. Komm. Wir setzen es runter auf Rathaus 10. Denn, Leute, wir wollen ja irgendwann, wenn Rathaus 15 kommt, wann auch immer das sein mag, wollen wir ja hochgehen auf Rathaus 15. Wenn jetzt aber hier Leute drin sind, die Rathaus 8 sind, dann ist das halt schwierig. Also wie sollen die Leute das so schnell überbrücken? Wie sollen die Leute so schnell dann hochgehen? Das ist ja der Sinn dieses Clans, dass wir irgendwann alle hochgehen und jetzt haben wir einen gefunden. Inaktiv, Jawolski, viel Loot am Start. Ja, das sieht gut aus. Allerdings auch maxed für Rathaus 9. Das macht aber jetzt nichts, denn wir haben den Golem. Warte. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. 1, 2, 3, 4. Valkyren, König, Königin. Ganz wichtig, die Valkyren, damit dann auf jeden Fall schon mal gut aufgeräumt wird. So sieht das aus. Clanburg ist nichts drin. Er hat nichts in der Clanburg. Das ist gut. Er ist inaktiv. Von daher, egal. Er ist inaktiv, von daher, das soll uns jetzt egal sein. Der König wird auch weg sein. Der gegnerische König ist auch weg. Das bedeutet, wir haben schon mal relativ viel weg jetzt. Vom Gegner. So.
Jetzt muss ich mal eben überlegen, wie wir das anstellen, Leute. Was wir jetzt mal eben tun. Königin lebt noch. Wo ist sie? Das Rathaus kriegen wir auch schon. Guckt euch das mal an. Wir haben jetzt gleich schon die halbe Base weg. Ja, 45%. Ja, die halbe Base ist jetzt gleich schon mal weg. Das nutze ich jetzt mal eben aus, dass auf die Königin geschossen wird. Nein, ich habe die falschen Zauber. Was? Ich habe gar keine Heilzauber mit dabei. Was ist da denn los? Oh, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, dass ich jetzt nur die Zauber hier habe. Aber es reicht trotzdem zum Glück. Eieiei. Das ist jetzt ja wirklich ein bisschen, das ist ein bisschen komisch jetzt. Ich hatte gar keinen Heilzauber mit am Start. Ich setze jetzt natürlich auch eben alle Truppen, damit wir da auf der sicheren Seite sind, ne? Oder vor allem, damit es auch ein bisschen schneller geht. Eieieiei. 3 Sterne für uns. Gleich hoffentlich nochmal 3 Sterne. Wir gucken ganz kurz noch im Nachtdorf vorbei, wir gucken ganz kurz noch in der Clanstadt vorbei. Und dann läuft das. Dann werden weitere Mauern gemacht. Ich sag's euch. Road to 2000 Pokale, auf jeden Fall auch. Da gibt's nochmal 250 Juwelen. Für Champion gibt's auch nochmal, nee, für Meister gibt's nochmal Juwelen und für Champion gibt's auch nochmal Juwelen. Das will ich alles haben. Ich will das alles mehr erspielen. Es dauert natürlich, ne? Das dauert natürlich. Wenn man jetzt hier 15 Pokale bekommt, wo ist noch was? Dum, da, dum, dum. Dum, dum. Da ist noch was. Ah, reicht es, bevor die anderen kommen? Oh nein, es reicht nicht. Bevor die Freunde kommen, hat es nicht ganz gereicht für die Bogi. Aber so reicht es. Über 1 Million. Schönes Ding. Wir gucken gleich mal auf die Rache. Wir gucken gleich mal auf die Rache. Da gucken wir gleich mal drauf. So, Trypskis sind fertig. Schön. 2, 3. Oder nehme ich mal, nee, wir nehmen mal eine andere Taktik. Die habe ich ja jetzt gehabt. Oh, Walküren. Walküren, Walküren, Walküren. Und ansonsten Walküren. Nur Walküren. Aber wir brauchen einen Sprung noch dafür. Zack, zack, zack. Wütende Walküren. So nenne ich das jetzt. Wütende Walküren. So, Klarenburg ist voll. Wir haben wieder ordentlich Loot. Zumindest ein bisschen. Wir kriegen gleich 1,8 Millionen. Oh, 1660 Pokale. Es ist ja gar nicht mehr so weit. Clanspiele, check it, check. Haben wir auch fertig. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, können wir direkt nochmal loslegen. Können wir direkt nochmal angreifen. Aber Drache, Rache. Ich hab's nicht vergessen. Ich hab's nicht vergessen. So. Gib mir Rache, bitte. Da habe ich mich schon, bei einem habe ich mich schon gerecht. Ja, sowas lohnt sich natürlich gar nicht. Der Typ, den habe ich jetzt schon 3-mal angeklickt. Und der hat einfach nicht, der hat nicht ein einziges Mal hat er irgendwie was gehabt. Ich wurde auch oft gelegt, leider. Ich wurde auch oft zerstört. Aber ich hasse dieses Rachesystem. Das Vergeltungssystem bei Clash of Clans, ich hasse es. Denn es ist so unbefriedigend. Man kann da nichts machen. Man kann da wirklich nichts machen. Ja. Ich bin noch aus 9. Ja. So. Also, wir greifen jetzt nochmal an. Ansonsten, wenn wir jetzt keinen finden, dann würde ich einen kurzen Cut setzen an dieser Stille, Leute. Denkt dran, großes, großes, großes Community-Projekt. Den nehme ich mit. Oh, der ist stark, aber den nehmen wir trotzdem mit. Großes Community-Projekt im Oktober. Wahrscheinlich Ende Oktober. Ganz großes Projekt und jeder kann mitmachen. Der ist halt richtig stark jetzt. Aber den kriege ich. Den kriege ich. Passt mal auf. Passt mal auf, Leute. Passt mal auf. Zack, 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 zack. Und jetzt läuft's. Hoffentlich. So, Königin ist ja schon weg. Rest ist hoffentlich jetzt gleich auch weg. König, Beeilung. Oh ja, der Clash-Fest-König. Der Clash-Fest-König hilft uns bitte. Ja, das sieht gut aus. Das sieht schon mal gut aus. Ah, leider läuft die Königin nicht Richtung Inferno-Turm. Aber da sind ja auch noch ein paar Sachen, die uns auf jeden Fall noch Probleme bereiten könnten. Wie zum Beispiel der gegnerische König, der 21 ist, auf Level 21. Und natürlich auch noch der Magierturm. Oh, das wird schwierig. Das wird noch eine Herausforderung. Der X-Bogen. Komm, 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 komm. Kriegen wir nicht mehr ganz. Okay. Das wird auf jeden Fall lustig werden. Attacke. Lustig, lustig, lustig. So. Ich versuche natürlich, dass sie so weit überleben, wie es geht. Die kleinen Fratze. Beeilung. Schnell zum Inferno-Turm. Allesamt. Ah, der war nicht gut. Der war nicht gut. Der Heilzauber war schlecht. Das war ein ganz schlechter Heilzauber. Das war der schlechteste Heilzauber, den ich je gesetzt habe. Nein, 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 nein. Das wird mir jetzt das Genick brechen, leider. Der Heilzauber fehlt mir jetzt. Und dadurch, dass mir der Heilzauber jetzt fehlt, kann ich die nicht mehr heilen, wenn sie vom Inferno-Turm drankriegen oder drangenommen werden. Das sehen wir jetzt.
Das war leider ein Fehler, ein großer Fehler, der wird uns das Genick brechen. Wir kommen jetzt zwar noch zum Inferno-Turm hin, aber mir fehlt jetzt der Heilzauber an dieser Stelle, den ich eben verwurstelt habe. Ärgerlich. Das ist jetzt blöd, jetzt muss ich gucken, dass ich die Prozente noch irgendwo bekomme. Das war leider ein Fail. Ja gut, wir kriegen die 50% noch. Allerdings sehr enttäuschend. Das war nix. Das ist halt das Problem bei GoHawk. Wenn du einen Fehler machst und du hast eine starke Base als Gegner, dann bezahlst du. Und wir haben auf jeden Fall bezahlt. Ja, was soll ich machen? Ich kann an keiner Stelle mehr was setzen. Da ist der König, da oben ist auch Verteidigung. Ja, komm. Probieren wir es mal noch so. Aber das wird natürlich nicht reichen. Ist egal. Wir nehmen das jetzt trotzdem so mit. Hat leider nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Oh, 5700 Dunkles, das ich gar nicht gebrauchen kann eigentlich. Ja, genau. Aber wir haben auch zum Glück noch Medaillen. Bam, da muss ich nämlich nicht warten. Das passt soweit. Komm. Walküren, Walküren, Walküren. Warte. Ein paar Stück davon. Walküren, Walküren, Walküren. Und Magier. Und drei Bogies. Und ein Sprung und wütende Walküren am Start. So, jetzt haben wir 1 Million. Dadurch, dass ich ja gerade gefailt habe, kriegen wir jetzt den Bonus noch nicht. Ich habe ja gesagt, wir gucken mal eben ganz kurz rüber. Hier nämlich haben wir noch... Oh, den könnte ich gleich machen, aber mache ich nicht. So, Schub aktivieren. Was haben wir denn noch zur Auswahl? Ich würde eigentlich ganz gerne das mal irgendwann machen. Da brauche ich 560.000 für. Ich habe nur 500.000. Kann ich nicht auch... 480.000? Boah, das dauert ja alles. Ich würde sagen, wir füllen jetzt... Oder ich fülle jetzt erstmal irgendwie bei Zeiten mal hier das ganze Zeugs. Ich hasse diese Art von Bases. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Weil ich nämlich hier keine 50% hinkriege. 50% vielleicht schon, aber keine 2 Sterne. Kümmert euch mal darum. Ich habe noch die geringe Hoffnung, dass wir vielleicht noch da irgendwie durchkommen. Dass ich vielleicht noch irgendwie da reinkomme. Wenn ich den Tesla noch wegbekomme... Oh, den Zerschmetterer holen die sich. Ja, 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 komm, 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 komm. Ja, oh, Hals weg. Da ist aber noch 100%ig eine Falle. Nee, 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 ist gar nicht. Aber ich habe jetzt leider keine mehr übrig. Ich habe keine Barbaren mehr übrig jetzt. Ärgerlich. Aber okay, es könnte trotzdem reichen. Ich will es jetzt nicht beschreien. Vielleicht reicht es ja trotzdem. Oh, sie werden aber zurückgeschleudert. Ja, komm. Es könnte reichen. Es könnte reichen. Nein, 70% 2 Sterne. Warum, warum, warum? Okay. Der ist einfacher. Zwei, das waren 3. Einer noch dahin. So. Ja, setz die Bomben ruhig alle dahin. Dankeschön. So, jetzt kümmere ich mich nämlich mal eben darum. Wenn das weg ist. Warte, jetzt. Druff. Jetzt kommt der Rest. Jetzt holen wir uns die 2 Sterne. Vielleicht sogar 3. Erstmal 2. So, Stern 1. Stern 2. Und... Oh, Megamine. Und. Ja, das war's. Gut. 3 Sterne für uns. Jetzt geht's natürlich um die Zeit. Hoffentlich reicht. Hat er noch irgendwas außen? Nein. Schnell sind wir auch. Das reicht doch, bitte, bitte, das reicht doch, komm. Lass es reichen. Lass es reichen, bitte, 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 bitte. Ja. Das reicht. Aber ich will jetzt eigentlich nicht so viel angreifen hier, deswegen machen wir jetzt erstmal irgendwas Günstiges, hier irgendwie Elex-Sammler oder so. Wir gehen gleich rüber. Oder beziehungsweise, Clanstadt. Clanstadt, Ruinen. Wir gucken. Da ist alles fertig. Wie sieht's hier aus? Ja, komm. Haben sie einmal angefangen. Beteiligen wir uns. Und dann greifen wir gleich nochmal an. Kurzer Cut. Dauert jetzt 8 Minuten. Okay. Ich will auf jeden Fall gleich noch ein paar Mauern machen. Oder ansonsten... Ja. Gibt's noch ordentlich was zu tun. Kurzer Cut. Bis gleich. 5 Dinge in Clash of Clans, die du nicht tun solltest. Teil 1. Du solltest nicht so eine Base bauen, weil die doch sehr leicht zu legen ist. Ich hoffe mal, ich kann das jetzt bestätigen mit meinen Walküren.
Auch wenn man natürlich bedenken muss, der ist jetzt trotzdem von den Gebäuden her nicht so schlecht. Aber, oh, da ist sogar ein Loch drin. Ich glaube, das schaffen wir. Wir gehen trotzdem von hier unten vor. Ich möchte wissen, ob da was in der Clanburg drin ist. So, zack, zack. Okay, wir können sogar an drei Seiten rein. Wir gehen an drei Seiten rein, Golem. Und mit drei Fingern mal eben schnell da drauf, da drauf. Und jetzt gucken wir mal. Ich spare mir jetzt mal eben die Freeze noch. Warte, jetzt da Freeze drauf. Zack und zack und Freeze ist böse. Freeze ist böse. Ah, das ist gut. Das ist gut. Oh, da war sogar noch eine Skelettfalle, die haben wir auch noch gekriegt. Schönes Ding. Schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding. Ja. Die Base ist gleich Fratze, drei Sterne. Das bedeutet Loot. Das bedeutet nicht nur Loot, das bedeutet auch noch Sternenbonus. Und zwar den Vierfachen. Und ich zünde mal eben schon mal. Ja. Da leben sogar noch Walküren. Da leben sogar noch welche. Der Golem lebt auch noch. Ich habe, glaube ich, die Walküren viel zu schnell hinterhergesetzt, aber ist egal. Oh, das haben die einfach ignoriert. Das haben sie einfach ignoriert außen, dass da noch was stand. Das haben sie einfach mal eiskalt ignoriert. Wehe, du killst noch eine von meinen Walküren. Wehe. So. Das sieht gut aus. Ja, dunkles. Können wir nichts machen. Was ich allerdings machen kann, ist hier nochmal ordentlich was einzukaufen. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Erstmal noch wieder. Ich mag es jetzt einfach. Walküren. So. Ein paar davon. Ja, machen wir mal so. Machen wir mal so. Wütende Walküren hat geklappt. Dann die Mauern. Moment. Zup. Und noch die Reihe auch noch, oder? 2,8 Millionen. Check, check. Jetzt haben wir noch ein bisschen was übrig. Armeelager. Definitiv. Oh, das dauert so lange. Alter, ich habe jetzt nicht drauf geachtet wegen den Preisen. Oh. Wir wechseln mal eben die Base. Ja, müsste ich nochmal anpassen. Aber wir sehen jetzt schon, es sind schon einige Mauern, sind schon mal fertig. Wie viel haben wir noch? Boah, wie viele Sachen? Neue Sachen muss ich auch noch bauen. 197. 197 Mauern. Ja, das ist noch auf jeden Fall ordentlich Arbeit. Deswegen, also schreibt es in die Kommentare. Soll ich hochgehen auf Rathaus 11 diese Woche? Oder beziehungsweise am 1. Oktober. Ja oder nein? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns in der neuen Episode wieder. Schaltet wieder ein. Dankeschön fürs Zuschauen. Der Clan ist noch auf Einladung. Also guckt vorbei. Bis dann. Tschüss.